Und ich kaufe mir jetzt den VIP Game Pass. Hallo Leute, mein Name ist Aborok und heute spielen wir wieder zusammen Mad City. Heute ist wieder Mad City Monday. Ich habe ja gefragt letztes Mal, ob wir einen Mad City Monday, also einen Mad City Monday einführen möchten und was ihr davon haltet. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut und deswegen mache ich das jetzt erstmal. Deswegen kommt heute wieder ein Mad City Video. Wir starten heute im Knast und wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar werde ich mir heute den VIP Game Pass kaufen. Es kam ja relativ gut an am Samstag, dass ich mir den bald ja Break-In-Story, dass ich mir da ein bisschen was gekauft hat. Auch wenn das Spiel nicht so gut war, die Resonanz war da eigentlich auch ziemlich gut, dass ich das dann durchgezogen habe und mich dann halt durchs Spiel gekauft habe. Und ich wollte eigentlich schon immer mal einen VIP Game Pass haben in einem Spiel. Ich war mir bisher unsicher, ob ich mir den Game Pass in Jailbreak oder in Mad City holen soll. Und in Jailbreak, ja, da habe ich eigentlich schon ziemlich viel Geld und da habe ich auch schon ziemlich viele Fahrzeuge. Von daher bräuchte ich den dort nicht mehr. Und deswegen möchte ich mir einfach mal den VIP Game Pass in Mad City kaufen. Und ich mache das gleich als erstes, wenn ich ausgebrochen bin und in der Base bin, in der Criminal Base, dann kaufe ich mir da den VIP Game Pass. Und der VIP Game Pass hat nämlich die folgenden Vorteile. Man hat kein Team Limit, das heißt, hier oben sehen wir ja rechts, oh, X-Aim Kartoffel ist da, grüße ihn raus. Man kann zum Beispiel, glaube ich, in Criminal Team, da gibt es ein bestimmtes Limit, wie viele Leute Criminal sein können, und dann kommt man als normaler Spieler da nicht mal rein, wenn das voll ist. Aber als VIP kommt man trotzdem in Teams rein, auch wenn die voll sind. Das ist so ein Vorteil, den VIP hat. Das finde ich ziemlich nice, weil ich will eigentlich nur erstmal Criminal sein. Und so kann ich dann auf jeden Fall immer Criminal sein. Ein anderer Vorteil ist eigentlich ist richtig gut. Das ist, glaube ich, der beste Vorteil von VIP. Und zwar, man kriegt doppelt so viel Geld. Wenn man Criminal ist und was ausraubt, dann kann man immer doppelt so viel Beute mitnehmen. Hat damit auch automatisch doppelt so viel Geld. Oder wenn man Police oder Hero ist und jemanden festnimmt, kriegt man doppelt so viel, ja, Kopfgeld ausbezahlt. Das ist ziemlich nice, weil man dann viel schneller viel mehr Geld hat. Und ihr wisst ja, ich möchte mir den DeLorean kaufen. Ich glaube, der hat 3 Millionen gekostet. Und da ist so ein VIP Game Pass eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich habe jetzt 138.000 Dollar. Und ja, das soll ein bisschen schneller und ein bisschen mehr werden. Und dann gibt es noch ein kleines Gimmick, und zwar gibt es ja hier den Chat und, oh ja, X-Aim-Kartoffel hat mir schon angeschrieben. Wenn man als VIP schreibt, steht da vor VIP, oh stimmt, hier gibt es sogar jemanden, da seht ihr das. Da steht dann vor dem Namen VIP, aber das ist mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und ein viertes Feature, was man als VIP hat, das hat man jetzt erst seit Anfang Februar, ist, man hat eine spezielle Autolackierung und die werden wir natürlich dann auch gleich direkt ausprobieren. Ich war nämlich noch nie in Autotune und das können wir dann mal verbinden. Dann kann ich einfach mal in Autotune gleich, also ich kaufe mir jetzt sofort VIP, dann gucke ich mir das so ein bisschen an und dann tune ich mein Auto und zeige euch dann auch gleichzeitig meine neue Lackierung. Und das ist so das, was ich mir überlegt habe, was wir diese Folge machen können. So, wo stelle ich mich denn am besten für diesen epischen Moment hin? Ist eigentlich egal, ich stelle mich einfach mal hier hin. So, ich muss jetzt eben selber suchen. Ich glaube, das ging bei... bei Cash ging das. Bei Cash ging das, Cancel, bei Cash ging das. Und dann kann man sich hier einzelne Geldstücke kaufen und ich kaufe mir jetzt den VIP Game Pass. Let's go. Und zack Leute, ich bin jetzt VIP und ich habe 1000 Robux ausgegeben und ich habe sie jetzt nur noch 321 Euro, also ich habe gerade 10 Euro ausgegeben, 321 Euro, ich habe nur noch 321 Robux und ich habe jetzt 10 Euro ausgegeben für den Game Pass, Leute, 10 Euro habe ich für den Game Pass ausgegeben und X-Aim Kartoffel ist da, ich schreibe ihn mal kurz. So, ich habe den jetzt mal eben kurz geschrieben, dass ich im Video bin und jetzt muss ich mal eben suchen. Ich habe hier oben gar keinen VIP-Game-Tag. Also mir ist das nicht so wichtig. Ah, Name-Tags on, off. Nee, wo sehe ich das? Ich muss mal eben kurz suchen, wo ich den Name-Tag finden kann. Okay, Leute, ich habe ein bisschen Probleme rauszufinden, ob ich wirklich VIP habe. Ich habe hier jetzt im Shop, das ist ausgegraut, das VIP-Dingens. Das heißt, ich kann mir VIP nicht kaufen. Nicht mehr kaufen, aber neben meinem Namen taucht das nicht auf. Deswegen müssen wir den Plan jetzt ein bisschen ändern. Ich wollte ja eigentlich jetzt als erstes in die Garage gehen und mein Auto tunen.
Aber damit ich sicher gehen kann, dass ich wirklich VIP habe, versuche ich jetzt mal einen Raub zu machen, weil wenn ich dann das Doppelte an Menge ausrauben kann, dann habe ich ja auf jeden Fall VIP. Und dann gehe ich zur Garage und dann tunen wir mal mein Auto. So, vielleicht hat ja auch schon, ja, bei dem, ich bin noch, ihr wisst ja, ich bin noch ein Neuling bei Mad City. Hier das Casino hat offen. Ich gucke einfach mal, ob ich das ausrauben kann. Ich weiß aber gerade aus dem Kopf gar nicht genau, wie viel Geld das gebracht hat. Aber okay, wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht ist das ja krass viel, dann bin ich auf jeden Fall sicher, dass ich VIP habe. So, jetzt sind wir drin und jetzt versuche ich mal. Jetzt gucken wir einfach mal zusammen, wie viel Geld ich kriege. Jetzt sind wir bei 1000. Ich weiß gar nicht genau, das war, glaube ich, ein bisschen mehr als 2000 Dollar. Also ich denke mal, wenn ich jetzt mehr als 3000 Dollar kriege, dann habe ich auf jeden Fall VIP. Oh Leute, Leute, das hört gar nicht mehr auf. 5000 Dollar, 5000 Dollar. Oh mein Gott, wie krass. Ich glaube, ich habe VIP. Aber es wird einfach, ich glaube, es wird einfach nicht neben meinen Namen angezeigt. So, ich habe jetzt einfach mal 8000 Dollar, Leute. Das ist richtig viel. Das ist mehr als die Pyramide ohne VIP bringt. Das ist ja richtig krass. Leute, was mir gerade auffällt, bei der Pyramide kriege ich dann einfach mal 15.000 Dollar. Wie krass ist das denn? Okay, wir geben jetzt einfach mal eben schnell die 8.000 Dollar ab und dann versuche ich mal mein Auto zu tunen. Ihr müsst aber ein bisschen, ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen oder das nicht so eng bei mir sehen. Ich muss erstmal gucken, wo man hier das Auto tunen kann. Also in Jailbreak gibt es ja überall diese Garagen und ich glaube, ich habe hier auch schon mal eine gesehen. Aber ich glaube, ich habe bisher hier nur eine gesehen in der Stadt und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Also das müsste ich dann eben suchen. Oh mein Gott! Und zack, so über den Zaun rübergesprungen. Let's go. So, 8000 eben abgegeben, Leute. Richtig krass. Richtig krass. Okay, da ist XM Kartoffel. So, den haben wir ja schon gegrüßt und jetzt springe ich mal eben schnell hier wieder an mein Auto rein. Und dann würde ich sagen, let's go. Dann suchen wir mal eben zusammen die Garage, beziehungsweise dieses Tuning-Geschäft. Und ich glaube, ich weiß auch schon ungefähr, wo das ist. Ich glaube, das war ungefähr. Ich glaube, wenn ich vom Juwelier abhaue, ich fahre jetzt mal zum Juwelier und dann fahre ich mal ungefähr die Strecke, die ich fahren würde, wenn ich abhauen würde, wenn ich flüchten würde. Und ich glaube, da kommt man dann an der Garage dran vorbei. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist, wenn man hier. Dann kommt er doch irgendwo. Nee, jetzt bin ich bei der Bank. Das war, glaube ich, irgendwo weiter links. Da war so ein. Genau, das hier habe ich gesucht. Das hier habe ich gesucht. Ah, nee, das ist ein Geschäft. Das ist ein Geschäft, Leute. Hier ist ein Tunnel. Oh mein Gott, Leute. Das müsst ihr mir eben verzeihen. Das müsst ihr mir eben verzeihen. Und hier, das ist die Garage. Genau, hier ist die Garage. Oder? Ist das die Garage? Das war doch die. Nee, das ist ein Geschäft, was man ausrauben kann. Aber hier in der Nähe war doch. Hier in der Nähe war doch die. Da war die Garage, stimmt. Ah, Leute, das ist sogar ein blaues Symbol. Oh mein Gott, okay, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Da ist ja sogar ein blaues Symbol. Aber okay, gut zu wissen. So, ich kann mein Auto nicht mehr nach hinten stellen. Gut, jetzt bin ich halt bei der Wand oder an der Wand. Aber okay, so. Jetzt gucken wir einfach mal nach dem Skin. Und zwar heißt der Premium-Skin Stratosphäre. Ach, hier ist er auch. Hier ist er auch. Oh mein Gott, Leute, das sieht direkt richtig krass aus. So ein Blau ist übrigens meine Lieblingsfarbe, also so ein krasses Blau, das ist meine Lieblingsfarbe. Das passt dann ja direkt richtig gut. Und ich habe hier noch mehrere. Red Iron, ist das auch eine? Ist das auch eine? Ist das auch eine Premiumfarbe? Oh, cool, man kann sich hier sogar noch mehr kaufen. Hier gibt es ja richtig viele Texturen. In Jailbreak gibt es nur voll wenig. Boah, sind die teuer, eine halbe Million. Alles klar. So, dann gucken wir einfach mal. Red Iron. Nee, nee. Bubblegum. Wir nehmen einfach mal weiß erstmal. Vielleicht kann man ja auch die Farbe noch ändern. Vielleicht kann man ja später noch die Farbe ändern. Okay, man kann hier die. Okay, hier kann man die Fensterfarbe. Die passe ich dann nachher auf die. Okay, ich guck mal, wo man die Farbe ändern kann. Spoiler. Man kann Unterbodenbeleuchtung machen. Leute, das ist krass. Dann nehme ich Pink oder. Oder lila. Gibt es auch noch mal ein lila? Es gibt noch mal ein Hot Pink. Ein Hot Pink gibt es noch mal. Oder ein Gelb ist auch cool. Dann kann man eine Blau. Ich nehme mal Gelb. Okay, wir kaufen uns mal Gelb, Leute. Komm, 25.000 gebe ich jetzt aus. Ich wollte eigentlich für den DeLorean sparen. Und jetzt kaufe ich mir mal. Jetzt nehme ich mal dieses Blaue. Dieses Stratosphäre. Jetzt muss ich das eben suchen. So, jetzt habe ich die Stratosphäre equipped und jetzt gehe ich mal zurück und jetzt suche ich mir mal die Farbe von den
Fenstern, die könnte, glaube ich, sogar schwarz bleiben. Muss ich aber die Felgen noch mal schwarz machen. Das mache ich jetzt einfach mal direkt. Black. Ah, gibt's noch irgendwie ein bisschen dunkler. Okay, es gibt noch dieses Jet Black. Das sieht auch noch gut aus. Okay, dann nehme ich einfach mal das Jet Black, obwohl. Kann ich die vordere Stoßstange, die müsste ich dann auch noch mal dunkel machen. Okay. Ja, ich hätte gerne den Supreme Spoiler, aber den könnte ich mir noch kaufen. Den habe ich nur noch 16.000. Das ist mir ein bisschen zu viel, Leute. Das ist mir erstmal ein bisschen zu viel. Ich glaube, das lassen wir jetzt so, weil ich will ja mir auch noch den DeLorean kaufen. Aber ich glaube, das hier ist schon auf jeden Fall eine heftige Kombination. Das Licht müsste noch ein bisschen krasser unten sein. Das müsste noch ein bisschen krasser unten, müsste noch ein bisschen tiefer sein. Aber ich glaube, das ist schon richtig cool. Oh, mein Kennzeichen ist zensiert. Oh, ich habe da Sub to Abarok hingeschrieben. Aber okay. So, let's go. Wir haben jetzt schon zwei Sachen erledigt. Und zwar wollten wir ja mein Auto tunen und wir wollten uns den VIP Game Pass kaufen. Und wir wollten natürlich einen Robbery machen. Aber ich glaube, einen Robbery müssen wir noch machen. Und ich glaube, wir müssen den heftigsten Robbery, den müssen wir auf jeden Fall. Nein! Unfall! Ey, aber das ist voll die coole Location, fällt mir gerade auf. Für den Skin mit dem Blau und dem Gelb. Aber jetzt muss ich erstmal abhauen. Jetzt muss ich erstmal abhauen. Nein. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind stuck. Ja, wir sind stuck. Ich muss mir das Auto eben neu spawnen. Ich muss mir das Auto eben neu spawnen. Oh mein Gott. Doch. Ist getuned. Ist getuned. Gut. Ist getuned. Das ist sehr nice. So, schade, dass das Licht jetzt ein bisschen. Okay, mit dem Licht sieht die Lackierung schon gar nicht mehr so gut aus. Sieht schon gar nicht mehr so gut aus mit dem, wenn das Licht jetzt so scheint. Aber ich glaube, wenn Tag ist, sieht das hier richtig nice aus mit dem blauen Berg im Hintergrund. Aber man kann nicht alles haben, Leute. Man kann nicht alles haben, Leute. Darauf können wir uns nochmal in einem späteren Video freuen. Da wird mir das bestimmt nochmal auffallen. So, let's go. Wir fahren jetzt erstmal zur Pyramide. Die hat zwar noch zu. Aber ich warte dann einfach und dann ziehen wir einfach mal zusammen die Pyramide durch, Leute. Das wird ein Spaß. 15.000 Dollar. 15.000 Dollar kriegen wir einfach mal nur durch die Pyramide. Wie krass ist das denn bitte? Der VIP-Gamepad. Oh, der lohnt ja. Oh. Oha. Oha. Der lohnt ja richtig. So, let's go. Jetzt geht's aber mal ab. Okay, Leute, ich musste eben den Server wechseln. Auf den einen Server haben die alle richtig getrollt, als sie herausgefunden haben, dass ich YouTuber bin. Und dann konnte ich nicht die Pyramide aufnehmen, weil ich vorher immer wieder gekidnappt wurde. Und XM-Kartoffel ist mir jetzt nachgefolgt. Wir sind jetzt auf einem leeren Server. Und jetzt machen wir mal eben zusammen die Pyramide, würde ich sagen. Oh, die Pyramide hat ja sogar offen. Vielleicht schaffen wir das noch eben rechtzeitig. Ich will aber auf jeden Fall eben mit meinem Auto dahin fahren. Auf jeden Fall will ich eben mit meinem Auto dahin fahren. Das wollen wir eben machen. Das habe ich ja nicht umsonst getuned. XM-Kartoffel glitscht da irgendwie über den Boden rüber. Aber ich will mit dem Widowmaker möchte ich da eben einmal langheizen. So, jetzt sehen wir den nochmal in voller Pracht hier mit dem blauen Skin. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was der schnellste Weg ist, aber das sieht ja schon ziemlich cool aus, Leute, mit den Flammen und alles. Aber ich muss auch eben aufpassen, wo ich hinfahre. Nein, 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 nein. Ich muss eben aufpassen, wo ich hinfahre. Aber okay, ich glaube jetzt hier rechts, links, ist rechts, sage ich schon, war eine gute Entscheidung. Und jetzt muss ich hier einmal, upsie, einmal Glück haben. Und ich habe nicht mehr ganz so viel Nitro. Ich muss ein bisschen sparsamer sein. Muss jetzt hier einmal eben rechts lang. Und da ist auch schon die Pyramide, da sehe ich sie auch schon. Ja, die Map kenne ich noch nicht so 100. Wow. Leute, die Map kann ich noch nicht hundertprozentig auswendig. Aber okay, so. Wir machen jetzt mal eben schnell hier die Robbery zusammen. XM-Kartoffel und ich. Und let's go. Also, Leute, was haltet ihr eigentlich von dem Interieur? Also, wie die. Nein, er ist gestorben. Einmal alle RIP in die Kommentare, das geht gar nicht. Er ist gestorben. Einmal RIP in die Kommentare. Aber vielleicht sterbe ich ja auch noch. Er war zumindest kurz dabei. Let's go. So, jetzt wir machen aber weiter. Und einmal hier. Und zack und zack. Und, oh, da wäre ich aber auch fast einmal. Ups. Oha. Da hätte mich die Kugel aber fast. Jetzt staut sich das ja hier richtig mit den Kugeln, Leute. Let's go. Was geht hier denn ab? Was geht hier denn mit den Kugeln ab? So, dann müssen wir jetzt einmal hier schnell aufpassen, dass wir nicht von den Kugeln getroffen werden. Das wollen wir ja nicht. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das so anfühlt, die 15.000 nur mit der Pyramide zu machen, was richtig krass ist. So, jetzt sammle ich mal hier auch eben schnell den Key ein, damit wir gleich weiterspielen können. Und let's go, jetzt kriegen wir 15.000.
Oh Leute, die 10.000 haben mich schon voll, Leute. Die 10.000 haben mich schon voll. Und Lars MacAffen ist mir gerade gefolgt. Grüße gehen raus. Du bist jetzt leider nur am Ende des Videos, aber du bist ja oft genug dabei. So, 14.000, 14.500, 15.000 einfach mal nur durch die Pyramide. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell sind und außersehen gegen einen anderen Ball gegenlaufen. Aber das sieht gerade gut aus, Leute. Das sieht gerade gut aus. Die Gefahr ist gerade, glaube ich, nicht am Start. Beim Hinlaufen war das gerade viel schlimmer. So, let's go. Let's go. Wir müssen eben aufpassen, dass er gerade ein bisschen geruckelt. Okay, alles cool, alles cool. Und jetzt darf ich keinen Flüchtigkeitsfehler machen, Leute. Jetzt darf ich keinen Flüchtigkeitsfehler machen. Dann snacke ich mir jetzt das erste Mal 15.000 Dollar aus der Pyramide, Leute. Wie krass ist das, Leute? Wie krass ist das einfach als VIP? Ich glaube, damit kriege ich meine Wunschfahrzeuge ziemlich schnell. Aber ich habe auch noch mal so ein bisschen überlegt. Ich weiß gar nicht, ob der DeLorean wirklich die beste Wahl ist, als erstes zu kaufen, weil der bringt, kostet ja 3 Millionen und den kann man anscheinend immer kaufen. Wäre das vielleicht klüger, Season-Fahrzeuge zu kaufen? Weil die kann man ja nur noch die aktuelle Season kaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob da richtig gute bei sind. Und es wäre ja schade, wenn ich mir dann die dann nicht mehr kaufen könnte, wenn die Season vorbei ist. Leute, ich komme hier nicht hoch, Leute. Dann wäre das ja vielleicht schlauer, mir wirklich erst ein Season-Fahrzeug zu kaufen. Aber ich habe mich noch nicht richtig entschlossen. Ich habe ja auch noch nicht so viel Geld. Von daher muss ich mir dann auch gar nicht so viel Sorgen machen. Ich glaube, das wird ganz schön schwierig zu entscheiden, wenn ich so viel Geld habe. Und ich glaube, ich muss auch nochmal in die Fahrschule, so wie ich hier Auto fahre, Leute. So wie ich hier Auto fahre. Und wir sind sofort da. Wir sind sofort da. Einmal hier rechts. Nein, nicht geradeaus. Ah, okay, dann fahren wir hier einmal über den Strand lang, über den Eisstrand. Ist auch okay. Und hier ist eine Rampe. Und die habe ich erfolgreich nicht erwischt. Aber okay, so. Auf den letzten Metern wird es nochmal schwierig. Dann machen wir das noch eben einmal. Dann holen wir uns auf den letzten Metern jetzt zu Fuß die 15.000. Man muss ja auch ein bisschen was für sein Geld tun, auch wenn man VIP ist. So, let's go. Jetzt die letzten Meter sind angebrochen. Und. Wir haben jetzt einfach mal 5.000 und direkt ein Rank Up und eine Quest abgeschlossen. Oh mein Gott, Leute. Also, wenn das nicht viel auf einmal war. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.